Moin Leute, beziehungsweise Abend. Jetzt mal ein Update. Direktsaat, Weizen nach Raps und Flugsaat auch nach Raps. Ich werde gleich mal erst eben hier reingehen, aber einmal kurz da vorne. Warte mal, muss ich mal ein bisschen anders machen mit dem Finger. Hier entlang zieht sich so eine Sandlinse. Die geht da auch ein bisschen zu meinem Feld rüber. Die ist hier schon ein bisschen deutlicher zu sehen. Aber es geht alles noch. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal irgendwie beim Nachbarn rein. Andere Sorte, anderes Anbausystem, alles lässt sich nicht komplett vergleichen. Milchviehbetrieb hat eine ganze Menge organischen Dünger. Aber gucken wir mal hier. Sieht soweit recht gut aus. Hat noch... ja, ich sag mal so 2,5, teilweise 3 gesunde Blätter. Gut, das ist jetzt auch ein Granweizen, das ist ja auch alles wieder ein bisschen anders. Und unten geht es auf jeden Fall schon trocken. Und wir sind jetzt hier rein, von der Höhe sind wir fast einen halben Meter niedriger als da bei mir am Feld. Also hier ist eigentlich eine Stelle, wo wirklich gute Wasserversorgung ist. So. Gucken, dass hier kein Auto kommt. Jetzt gehen wir mal hier. Hier war ich schon einiges platt getrampelt. Hier war ich schon öfter mit einigen Truppen. So, dann gehen wir mal hier ein Stück weiter rein. Hier waren immer die ganzen Spatenproben. So, die Direktsaat. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Jetzt muss ich mal irgendwie mal so eine Pflanze mir mal hier irgendwie aussuchen. 1, 2, 3. 3 und ein Viertel gesunde Blätter. Ja, so meistens so mit 3. Ich meine, diese Aufhellung hier an den Spitzen, die war meinem Nachbarn auch. Wir haben ja natürlich auch sehr lange ordentliche Tag-Nacht-Schwankungen von den Temperaturen her gehabt. Ja, ich hatte es ja in einem anderen Video schon gesagt, passiert ist hier eigentlich nicht viel. Gedrillt, Roundup, 6 Gramm Pointer. Im Frühjahr dann leider musste ich mit dem Boardray durch, weil wir halt vorher im Raps halt keinen Kerb gemacht hatten. Den Fehler mache ich nicht wieder. Haben wir sonst die Jahre eigentlich immer gemacht. Und 6 Gramm Prothioconazol, weil es hier im Frühjahr relativ feucht war. Und ja, das war's. Kein Insektizid. Immer mal wieder ein bisschen Mikronährstoffe und Pi mal Daumen. Ich glaube, in der Ertragszone, wo wir jetzt gerade stehen, müssen irgendwas so um 140 N gefallen sein. Und davon ist auch schon eigentlich ein Teil mitgerechnet für die Zwischenfrucht, die ihr nachfolgt, weil ihr nächstes Jahr Körnermais hinkommt. Aber ich sag mal so, das sieht doch im Moment so schön aus. Und wie gesagt, das Geile ist halt, nicht viel ausgegeben. Was der Nachbar natürlich jetzt alles bei seinen Beständen gemacht hat, da habe ich keine Zahlen von. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich hier halt extrem wenig gemacht habe. Und dann geht's gleich im Raps weiter. Doch noch nicht zum Raps. Ich wollte noch mal eben, warte mal, ich muss mal eben. So, jetzt könnt ihr es, glaube ich, halbwegs hier erkennen. Das ist hier diese Trockenlinse, die sich hier durchzieht, hier beim Nachbarn. Das ist schon relativ großer Brand. Und die macht hier jetzt so eine leichte Kurve und zieht sich dann hier weiter. Also die geht hier hinter dem Baum, geht die bei mir auf dem Feld los. Hier sind wir noch da und ne, da seht ihr was und immer so weiter. Also es ist auf beiden Seiten, es ist aber hier schon deutlich weniger. Und generell in die Richtung wird es sandig. Also es ist jetzt nicht, dass der Boden besser wäre als der hier. Es ist eigentlich sogar eher andersrum. So, bevor es mit dem Raps weitergeht, hier gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber noch mal eben schnell, also der Weizen, wo wir gerade waren,
Das sind somit die besten Böden, die ich habe, weil das eine leichte Senke ist. Und da ist das Grundwasser einfach näher. Und das ist es ja nicht erst seit gestern, sondern das ist schon ewig. Und deshalb sind da gute Humusgehalte und dadurch wächst es da auch immer gut und hält auch gut durch, wenn es trocken ist. Jetzt eben zum Raps. Rapssaat war letztes Jahr ziemlich große Scheiße. Alle, die, sag mal so, früh gedrillt haben, 15. August rum, die haben einen Top-Raps da stehen. Der sah richtig gut aus. Nur leider, genau in der Woche, muss ich Senf dreschen. Weil eine Woche davor waren die Schoten noch nicht so weit, da war ein bisschen Zwiewuchs mit drin. Und eine Woche später, dann hätte ich Melde gedroschen und Melde im Bunker gehabt ohne Ende. Und das hätte ja erstmal alles super feucht gemacht und wäre auch kaum rauszureinigen. Und deshalb ging dann leider die Ernte vor. Und weil man es ja so ein bisschen gewohnt ist, dass mit der Crossalot alles aufläuft, denkt man, ja gut, komm, wird schon irgendwie gehen. Ne? Aber ja, unter eine grüne Zwischenfruchtmatte geht's, hatte ich ja in einem anderen Video schon erwähnt, unter Stroh. Auch wenn es viel Stroh ist, reicht scheinbar nicht. So, jetzt gucken wir erstmal kurz hier beim, weil der hier, der hat, bei dem war es genauso doof wie bei mir vom Drillen. Das Doofe ist, das Saatgut, das lag nachher doch wirklich einfach 3 Wochen im Boden. Also 20. September waren wir irgendwann mal so im Laubblatt und natürlich auch Pflanzendichte deutlich niedriger, auch ungleichmäßig übers Feld, bessere Stellen, schlechtere Stellen. Aber hier, das ist beim Nachbarn hier ähnlich gelaufen, von daher ist es halbwegs vergleichbar. So, gucken wir hier mal rein. Ich weiß es nicht, wie gut ihr es sehen könnt, aber ihr seht halt auch, es sind hier und da einfach mal Stellen, wo man doch durchgucken kann. Und es sah lange, die ganzen Spätgedrillten sahen lange schlimm aus. Bisschen trockene Blätter sind unten schon. Aber es hat sich doch sehr gut gemacht, eigentlich so die letzten 2 Wochen. Das war vorher, da wollte man am liebsten eigentlich gar nicht hingucken. So, jetzt gehen wir hier mal zur Direktsaat. Nur weil das hier so eine spitze Ecke ist, wo Spritze und alles immer nicht so richtig hinkommt. Jetzt wenigstens ein paar Meter eben hier weiterlaufen. So. Gucken wir mal hier. Man hat auch Stellen, wo man ein bisschen mehr durchgucken kann. Wie gesagt, es sah lange schlecht aus, aber mittlerweile ist er endlich mal in die Breite gegangen. Also die Sorte, die stand so lange so spießig, das hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Unten von den Blättern her, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr grün, aber hier sind wir so auf 40 Bodenpunkten. Können wir noch mal ein Stück weiter gehen. Dass hier irgendwo anders aussieht. Ja, hier schon eine andere Matte. Das ist ja auch hier, das ist ja eigentlich noch dieser Todesstreifen, wobei wir den mittlerweile nur noch, ja, je nachdem was da los ist, walzen wir nur noch runter und machen da sonst nichts mehr. Aber wie gesagt, dafür, dass das erst nichts war, hat er sich doch gemacht. Ne? Aber ja gut, wie gesagt, dass er nichts, lange nichts war, da kann die Direktsaat nichts für. Das war einfach der Saattermin und die blöde Senfernte, die da vorging. Und Maisvideo werde ich auch noch machen, aber da habe ich eine ganz gute Idee, weil man dies ja so ein bisschen so einen Vergleich sieht. Eine kleine Stelle, die geackert ist und was nicht geackert ist. Aber das will ich ein bisschen über die nächsten paar Wochen, werde ich da immer mal wieder kurz einmal hinfahren, ein Video machen, das zusammenschneiden und dann mal ein bisschen später hochladen. Deshalb nicht wundern, vom Mais wird auf jeden Fall erstmal Zeit hier nichts kommen. Das kommt dann einmal gebündelt. So, dann schönen Abend noch und macht's noch gut.